Das derzeit gültige Mantra an den Finanzmärkten lautet, die Inflation, die ist vorübergehend, die Wirtschaft wird weiter besser laufen, aber die Inflation kommt dann irgendwie von selber schon wieder zurück. Und dementsprechend sehen wir Entwicklungen wie, dass Tech-Aktien stark sind, die Renditen fallen für US-Staatsanleihen und die sogenannten Value-Aktien nicht mehr so gut laufen. Die Frage ist nur, stimmt dieses Mantra, das die Finanzmärkte derzeit spielen? Und ich will mal ein paar Fakten from the ground gewissermaßen zeigen, Fakten aus der Realität. Mich erreichen sehr, sehr viele Zuschriften, wo Leute berichten, Mensch, bei mir in der Branche ist es so oder in der anderen Branche ist es so, ein absolutes Privileg, das ist wie so ein Puzzle, das man sich dann zusammensetzen kann. Und gestern hat jemand auf YouTube Folgendes gepostet, wo er sagt, ich habe heute eine Mail bekommen, da heißt es, sehr geehrte Geschäftspartner, die immer weiter steigenden Rohstoff- und Logistikkosten sowie weltweite Lieferengpässe bei Vorprodukten stellen unsere Lieferanten vor erhebliche Herausforderungen. Aus diesem Grund sind wir gezwungen, punktuell unsere Preise für sie anpassen zu müssen. Es handelt sich also hier um den Bausektor offenkundig, alles was mit viel mit Materialien zu tun hat. Ein sehr anerkannter und großer Lieferant, wie es hier heißt, oder Geschäftspartner, wie es hier in diesem Kommentar heißt. Und schauen wir uns mal dann die Preissteigerungen an, die ab jetzt oder ab demnächst dann zum Tragen kommen. Da sehen wir verschiedene Bestandteile, so mindestens 8% bis 20% etwa unter Konstruktion und Zubehör, ca. 20% teurer, andere Dinge 8%, 12%. Je nachdem, aus welchem Bereich Sie sind, wir sehen Arbeitsschuhe plus 35%, sehen Material, Metalle, Stahl, Fassade ca. 50 bis 30%. Also hier gehen die Steigerungen bis 30-35%, sind eigentlich nie unter 5%. Dachfenster hier, der geringste Zuwachs mit 4,8%. Und hier nochmal abschließend, hier auch andere Werte, Sockelleisten teilweise bis 44% teurer. Also wir sehen so zwischen 50 und 35 bis 44% werden die Preise angehoben. Das ist schon ein ziemlicher Schluck aus der Flasche und bedeutet, dass Bauen dann immer teurer wird. Und das ist ja schon konjunkturell durchaus ein wichtiger Punkt. Gut, dass wir die steigenden Immobilienpreise nicht in die Inflation mit einbeziehen. Die Amerikaner machen das ja über die sogenannte Equivalent Rent, Homeowner Equivalent Rent. Ich hatte das gestern in einem Video angesprochen. Wir sehen also auf jeden Fall, hier ist immenser Preisdruck, der noch gar nicht wirklich sich durchgeschlagen hat, denn teilweise werden ab jetzt die Preise erhöht. Manche sind schon erhöht worden, andere werden nochmal erhöht und viele Hersteller, viele Firmen haben das noch gar nicht weitergeben können an die Verbraucher, sprich, da ist vielleicht der Umschlag dann in den Verbraucherpreisen, der steht noch vor uns. Jetzt hat IFO heute Morgen berichtet, 92% der deutschen Industriefirmen klagen über steigende Einkaufspreise. In manchen Branchen sind es 100%, so etwa bei Textil- und Möbelherstellung. Bei Gummi- und Kunststoffwaren sind es 99,4%, durchschnittlich sind es 92%, und die werden früher oder später entweder ihre gestiegenen Kosten an die Verbraucher weitergeben müssen oder das geht auf die Marge, da werden sie dann weniger Geld verdienen, dann wären bestimmte Bewertungen an den Märkten möglicherweise nicht mehr gerechtfertigt. Wenn wir jetzt mal über den Teich gucken, hier zum Beispiel ein Artikel im Wall Street Journal, der zeigte, dass wer zum Beispiel einen Lastwagen voller Bier oder mit Bier geladen 600 Meilen bewegen will, der hat jetzt doppelt so hohe Kosten als vor einem Jahr. Nicht nur, weil eben Fahrer selten sind, es fehlen teilweise auch Lastwagen und vor allem sind auch die Aluminiumpreise, Dosenbier, um 70% seit Mai 2020 gestiegen. Und wenn wir uns jetzt mal die Rohstoffe insgesamt anschauen, hier den Reuters Rohstoffindex, dann sehen wir, da sind wir jetzt an einem sehr, sehr wichtigen Widerstand, sind auf einem 5-Jahres-Hoch. Und jetzt ist die Frage, kommen wir aus diesem Abwärtstrend raus, der schon lange der Fall ist? Wenn ja, dann würde das bedeuten, dass der inflationäre Druck weiter zunimmt. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt im Rohstoffsektor für die Märkte insgesamt. Denn wenn die Rohstoffpreise weiter steigen, und wir sehen ja Öl zum Beispiel auf dem höchsten Stand seit 2018, dann wäre das eben weiter inflationär und würde dieses Mantra von
Transitory Inflation das Kernbestandteil des Goldilocks-Szenario ist, durchaus konterkarieren. Schauen wir uns mal an, wie eigentlich jetzt die Makrodaten waren, die Konjunkturdaten. Wir sehen nach wie vor schwache Makro-Surprise-Index. Daten, das hat einen relativ klaren Abwärtstrend in den USA. Wir hatten heute Einkaufsmanager-Indexe, verarbeitendes Gewerbe aus China, auch wieder etwas schwächer, nicht so wirklich gut, die Zahlen. Heute bekommen wir den ISM-Index aus den USA und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Interessant, wie die ausfallen, weil in einigen Bundesstaaten ja die Unemployment Benefits, die Arbeitslosenunterstützungen ausgelaufen sind. Also mal sehen, ob jetzt diese boomende Wirtschaft so langsam abschwingt, wie wir das beim Chicago Einkaufsmanager Index gesehen haben. Aber beim Chicago Einkaufsmanager Index war es so, der Wert war deutlich schwächer als erwartet, aber die Preise waren extrem hoch auf dem höchsten Stand seit 1979. Das wäre dann Stagflation, dieses böse, unschöne Wort, das wir aus den 1970er Jahren kennen. Aber kommen wir mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Da sehen wir jetzt normalerweise sehr gute Zeit für Aktien. Ab Anfang Juli geht es normalerweise bis Mitte Juli, teilweise in Nachwahljahren, das ist die untere Grafik hier, die dunkelblaue, geht es nach oben und dann wird es vor allem schwierig in Nachwahljahren ab Anfang August. Aber da würde jetzt also ein wunderbarer Juli vor uns liegen und hier mal der S&P 500 in den letzten Jahren, nämlich seit dem Jahr 2002 bis eben jetzt diesen Jahres. Und wenn wir uns da den Juli mal anschauen, dann ist er in 68% der Fälle positiv mit einem durchschnittlichen Gewinn von 1,3%. Und wenn wir das Ganze auf den Nasdaq sogar runterbrechen, dann ist der in 79% der Fälle positiv. Also hier die Tech-Werte, die ohnehin schon gut gelaufen sind. Und die durchschnittliche Performance beim Nasdaq im Juli ist plus 2,8%. Es kann also, meine Damen und Herren, es kann nur nach oben gehen. Ja, es gibt ja fast keine Alternative. Jetzt sind wir zwar schon ein bisschen überkauft und die Marktbreite ist so ein bisschen schwach, aber sei es drum. Anders dagegen der Dow Jones, also diese Werte, die darin enthalten sind, eher so diese Reopening-Story, Wirtschaft, alles gut, wir kaufen Dow Jones, da sehen wir einen Hanging Man im Chart beim Dow Jones, der jetzt im Juni unverändert war, die Charts von Michael Silver, by the way. Figuring out money. Und wir sehen den Dow Jones Transport, der fast 6% verloren hat, nach Dow Jones Theorie oder Dow Theorie. Ja, nicht so toll, wenn die Transportwerte, die ja lange Zeit extremst gut gelaufen sind, besser als der Gesamtmarkt gelaufen sind, praktisch eine Art Frühindikator sind möglicherweise. Da ist man sehr, sehr gut gelaufen. Jetzt ist der Wurm drin, das geht nach unten, was ja für diese, naja, für die tolle Erholung jetzt nicht wirklich spricht, aber es kann eben sein, dass die Erholung, dass dieser Boom abebbt und die Preise trotzdem hoch sind und die Inflation da ist, eben dann stagflationäres Szenario. Die Banken auch schwach, da sehen wir auch fast 6% im Minus jetzt im Juni. Also diese Rallye im Juni, die ist gelaufen ohne Bankenwerte, ohne Transportewerte und es ist die Marktbreite, die wieder besonders schwach ist. Hier sehen wir mal eine Grafik, die Aktien im S&P 500, die den Index selbst schlagen. Also wie viel Prozent der Aktien sind besser als der Index selbst? Es sind nur 30% derzeit. Also man hat nur, wenn man jetzt diskretionär agiert und nicht den Index kauft, hat man nur eine 30% Chance durchschnittlich gesehen, dass man den Index schlagen kann. Zu 70% passiert das nicht und das ist erstaunlich, dass wir jetzt eben ein 52-Wochen-Hoch haben. Wir haben ja jetzt ein neues Allzeithoch wieder mal bei die S&P 500 gesehen und wir haben jetzt in den 4 der letzten 5 Tage sehen wir, dass mehr als 50% der Aktien unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, also praktisch nicht in einem Aufwärtstrend sind. Das gab es zuletzt im Mai 1972 und dann Dezember 1999. Also das ist schon erstaunlich, was da passiert, auch beim Nasdaq, der ja neues Allzeithoch erreicht hatte, sehen wir, dass die Anzahl der Aktien, die neue Allzeithochs erreichen, extrem gering ist. Also irgendwie ist das ein bisschen seltsam, ist das ein bisschen merkwürdig. Und merkwürdig ist auch, was derzeit bei der Fed und den US-Banken passiert. Wir haben gestern die Situation gehabt, dass wir bei diesen Reverse-Repo-Operationen ein Volumen von 991 Milliarden Dollar hatten. Das ist fast eine Billion.
Das bedeutet faktisch, die Fed kauft, könnte man so paraphrasieren, morgens US-Staatsanleihen im Rahmen ihres QE und am Abend verkauft sie sie wieder an die US-Banken, die dafür Cash hinterlegen. Und die Fed hat ja jetzt seit der letzten Fed-Sitzung dieses Cash, was die Banken da dann einzahlen, mit 5 Basispunkten verzinst, hat also den Zinssatz angehoben. Faktisch ist es aber so, dass wenn wir jetzt bei 1 Billion sind, und da ist ja das Volumen derart derzeit bei diesen Reverse Repo, dass das praktisch 8 Monate Quantitative Easing wieder zunichte macht, was da passiert. Also die Fed kauft die Anleihen und gibt sie dann an die Banken weiter. Die Banken hinterlegen Cash bei der Fed, sodass eben dieses Cash aus den Märkten rausgezogen wird. Faktisch haben wir also schon eine Liquiditätsverknappung an den Märkten. Die Märkte nehmen es nur nicht so richtig zur Kenntnis oder interessieren sich nicht so wahnsinnig dafür. Schwamm drüber. Jedenfalls sagt Andreas Deno Larsen, QE ist kaputt. Auf Deutsch, ja. Wie neue deutsche Nationalmannschaft auch kaputt momentan. Und jetzt sehen wir, dass Fed so sagt, er hat 2 Möglichkeiten. Entweder man senkt den Zinssatz in den negativen Bereich, diesen Zinssatz für Excessive Liquidity, IOER genannt. Den hat man ja jetzt von 0 auf 0,05% angehoben. Jetzt könnte die Fed hergehen und sagen, okay, wer Geld jetzt bei uns parkt, der zahlt eben dann auch negativ Zinsen. Dann würden die Banken und die Geldmarktfonds sagen, nee, das machen wir nicht. Dann würde dieses Volumen zurückgehen oder die Fed muss aggressiv tapern. Das ist das, was Andreas Deno Larsen vermutet. Und auch tapern wäre dann ja wiederum ein Liquiditätsentzug. Also insgesamt sehen wir immer mehr Anzeichen. Das war jetzt nur mal ein Beispiel, das ich Ihnen gebracht habe. Ich könnte das öfter machen. Eigentlich erreicht mich jeden Tag solche Dinge. Hier Preissteigerungen, da Preissteigerungen, hier. Das zeigt, wie die Realität on the ground ist, dass das sozusagen noch gar nicht wirklich in den Zahlen auftaucht, was sich hier am Horizont schon weiter abzeichnet, dass deswegen diese ganze Transitory-Geschichte zumindest fragwürdig ist. Selbst wenn die Wirtschaft nach diesem Nachholeffekt dann wieder schwächer würde, könnte es sein, dass durch Deglobalisierung, strukturelle Veränderungen, grüne Technologie, verspätete Lohnsteigerungen, die dann, der Arbeitsmarkt ist ja immer ein Nachzügler, die dann sozusagen reinknallen, letztendlich die Märkte sich hier verrechnen, ist zumindest das Potenzial. Wir haben Warnzeichen von den Transportwerten, von den Finanzwerten. Wir sehen die Hosse derzeit bei den Tech-Werten. Mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt beginnt ein neues Quartal. Heute ISM, 16 Uhr und 14.30 Uhr die Erstanträge, die wichtigsten Daten bei Finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Da werden Sie geholfen. Ihnen jetzt erstmal das Allerbeste. Servus und ciao.